So, bitte Geist und Geisterinnen, herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Let's Play Together Dead Space 3. So, bitte Geist und Geisterinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Together Dead Space 3. Und zwar das schöne DLC Awakened zusammen mit Bolias. Huhu. Moinsen, mein Beste. Yeah, ihr habt es uns ja empfohlen. Ja, viele der besten Tippschreiber unter den Dead Space Videos haben gesagt, Diggers, ihr müsst das machen. Darum haben wir jetzt im Schweiße des Angesichts unserer selbst quasi, ja, das Ganze gekauft, gedownloadet und sind jetzt ready zu starten. Ich erkenne auf dem Bild da links original nichts. Also links steht einmal mit einer roten Rig oder so und so ein Planetenfresser macht sich gerade breit oder was ist das? Also, ne, mit den ganzen Tentakeln. Ja, und da springen wir jetzt rein irgendwie. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe mich, ich glaube, du auch nicht weiter belesen oder so. Überhaupt nicht, nein. Wir springen jetzt einfach mal rein und schauen, was passiert, würde ich sagen. Ich starte den Spaß mal. Und ich hoffe, wir kriegen eine schöne Einführungssequenz. Und dann sehen wir, wo wir sind. Ich hoffe, unsere Erinnerungen reichen noch aus. Mal schauen, was wir bekommen. Geht's mir auch jeden Morgen. Was machen Sie hier? Was machen Sie in meiner Wohnung? Wir sind nicht in Ihrer Wohnung. Wir sollten nirgends sein. Sind wir denn nicht tot? Schätze nicht. Das gibt doch überhaupt keinen Sinn! Isaac, Sie haben den Kodex aktiviert! Der Mond fiel! Wir fielen! Was ist mit der Alien-Maschine? Sie hat den Planeten eingefroren, einen Mond vom Himmel geholt. Wir wissen nicht, was die Technologie alles kann. Dann wurden wir also von scheiß Aliens gerettet? Ich habe schon auf der Ishimura aufgehört, irgendeinen Sinn zu suchen. Oh bitte, das kann nicht real sein. Und was sollen wir jetzt machen? Wir schleunigst verschwinden, beispielsweise. Und wohin? Zurück zur Erde? Ja. Wenn wir tot sind, können wir machen, was wir wollen, ha? Huh? Ja. Richtig. Ja, mega! Also ist das doch das, was wir zum Schluss noch gesehen haben, ne? Das ist jetzt durchaus unerwartet. Okay, wir leben noch. Nice, wir sind auch überhaupt nicht übelst auseinandergeschleudert worden. Nein, wir sind zufällig in derselben vereisten Scheißhöhle gelandet. Okay. Ja, cool. Ich fand es auch sehr nice, dass wir auch in der Sequenz unsere Waffen haben und dass mein kleiner Speerschießer stark genug war, um ein Loch in eine Decke zu ballern. Das ist schon was Schönes hier, direktes Upgrade. Ja, Freunde, wir sind wieder drin. Es geht jetzt sicherlich darum, haben wir neue Anzüge? Was habe ich hier für einen? Ich glaube, ich habe, oder? Also meiner sieht irgendwie, ich glaube, das ist dieser Legenden-Dings, weil der sieht aus wie der ganz alte, ursprüngliche, nur in Fett. Weiß ich habe auch, nee, doch, ich habe doch meine, das ist deine Leuchte. Ich hatte auch vorher immer drei gehabt und zum Schluss hatte ich zwei. Ach, also ich glaube, meins ist okay. Ja, dann habe ich halt einen coolen Anzug und du nichts, okay. Eben, ich wollte gerade sagen, das ist doch der Kopf auch von den anderen Teilen, ne, mit den drei. Ja, richtig, genau, eben. Ziemlich cool. Ja, geil. Geil, geil. Erstmal klarkommen so ein bisschen, dass wir wieder existieren hier. In der Welt einen Ausgang finden. Wir sind in den Tod gestürzt, das bin ich mir sicher. Und dennoch finden wir uns ohne Schramme hier irgendwo in den Tiefen von Tao Volantis. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Ja, ich bin ja auch heil, ne? Mein Kopf war ja auch völlig matsch. Ich muss erstmal wieder so ein bisschen die Puzzleteile zusammenfügen hier. Während ich einfach mal vorgehe. Das ist ein Witz, natürlich. Natürlich sind hier jetzt Kletteranlagen, die das zufälligerweise auch überlebt haben. Ich muss mal alles durchchecken hier. Inventar. Da hinten rechts ist noch was. Alles beim Alten. Ja, alles hat irgendwie überlebt. Aber ich will raus. Ich will das Ding sehen, das wir eingefroren haben, ey. Kann mir aber, wenn du selbst noch keine Verletzung hast, keiner hat irgendwelche Verletzungen. Ja, vielleicht spinnen wir auch nur. Ja, eben. Auch die Anfangssequenz. Ja, was war das denn? Ja. So richtig, so Lost-mäßig jetzt hier erstmal, so Vorhof zur Hölle, keine Ahnung. So. Ich sehe Licht. Ja, ich weiß es auch gar nicht mehr genau. Shift?
Nee. Wo sind wir? Nee, fuck. Ach, wie war denn das, Alter? Unter der Erde. Klettern Sie weiter. Steuerung, oder? Steuerung? Ich glaube, Steuerung. Nee, hier ist Shift. Shift? Ja. Dann bin ich nur schon wieder zu blöd. Im ersten Part bin ich schon wieder zu blöd, ey. Glaubst du oder lass es? Erstes Shift, okay. So, ja. Hat okay, nur 300 Versuche gebraucht. Du bist als erstes oben, das ist schön. Die ist schon wieder hier bei mir bei der Kamera hier so wieder voll schief, Alter. Ja, ich drehe meinen Kopf auch schon wieder. Okay, das ging schnell. Oh, da ist er. Aber warum ist es so also rot? Haben wir den Mond getötet. Da ist er. Warum ist er so weit drüben? Sein Orbit muss ihn westwärts getragen haben, da er von der Maschine gezogen wurde. Ich verstehe immer noch nicht, wie wir überlebt haben. Vielleicht haben wir das nicht. Ich würde es wissen, wenn ich tot wäre. Mann, ich weiß nicht mal mehr, was tot bedeutet. Sind wir Necromorphs? Fühlt es sich so an, wenn sie vom Marker reanimiert wurden? Können Sie mal wieder vernünftig werden? Himmel, wir sind keine Necromorphs. Wir haben den Mond getötet, der sie erschafft. Zumindest müssen wir uns damit nicht mehr rumschlagen. Ja. Ohne Mond? Kein Markersignal. Und keine Necromorphs mehr. Zumindest das lässt. Ja. Jetzt sitzen wir nur noch auf diesem Drecksplaneten fest. Danik hat uns mit einer Riesenhorde gejagt. Eins der Schiffe muss noch hier sein. Ist ein guter Einwand. Gehen wir nach, toter Mann. Das ist nicht witzig. Nice. Instant Trauma Trigger. Okay, das heißt für uns allerdings auch, dass wir ja rein theoretisch... Oh, ich mag meinen Anzug, ey. Guck mal, ich hab so einen coolen Pelzkragen drumherum. So schön paar Necromorph, Hermeline und Marder ausgemerzt Hipster. Dafür. Ja, Mann, was ist los? Das ist mein Schnurrbart durch den Helm, ey, heftig. Ja, das heißt, wir dürften keine Necromorphs mehr bekommen, ne? Rein theoretisch. Aber ich bin mir fast sicher, dass sich das Awakened nicht nur auf uns bezieht. Mal sehen. Ich versuche verzweifelt die Umgebung wieder zu erkennen. Aber wir sind ja auch permanent gelaufen, permanent geflogen. Es regnet Feuer vom Himmel. Ich... keine Ahnung. Was ist das hier? Irgendwelche glühenden Meteoriten? Gefällt mir das? Es steht noch alles ein, Alter. Ja, Mann. Alles runter, oder? Es ist einfach... Ey, wie groß das ist. Guck mal, da oben hier die Meteoriten. Ja, meine ich ja. Es regnet einfach übelst vom Himmel hier. Die Höllenbestien kommen. Legion Promo. Oh Gott. Okay. Ja, mal sehen, ob hier der Strom scheint noch zu funktionieren. Dem macht das hier alles nichts aus. Aber ich bin so gespannt, ey. Dead Space hat es wirklich geschafft, mich vom kompletten Abfuck der ersten beiden Teile jetzt tatsächlich für die Story letztendlich zu begeistern. So irgendwie. Ah, der Abschluss. DLC, Freunde. So. Auch hier sind lustige Brocken. Okay. Die Brocken, Alter. Aber Feuer. Versucht locker irgendwer aufzutauchen. Oh Gott! Oh, du aber auch. Ja. Carver, haben Sie... Die abgefahrene Scheiße, ja. Aber wie ist das möglich? Hey, flippen Sie nicht aus. Ja. Wir sollten Bank- und Anzugstation nutzen, um uns aufzurüsten. Vorsorglich. Oh. Wenn wir das selber sagen. Oh, shit. Ich guck mal. Scheiße. Du guckst da mal schnell rein. Ich guck mal hier rein. Dead Space Legendenanzugset freigeschaltet. Ja, den habe ich bestimmt an, oder? Habe ich nicht? Legionär... Elite, Archäologie, alles. Mechaniker, EVA, Arktisch. Hä? Wo ist denn der Legendenanzug? Ich sehe ihn gar nicht. Ist der Eliteanzug oder was? Eliteanzug? Nee. Raff ich ja nicht. Eliteanzug-Set freigeschalten. Arschlecken war. War da gar nicht bei. Warum nicht? Da ist er. Ich musste nochmal neu starten, die Konsole. Da ist er. Ah, okay. Frontkampfanzug. Okay, ich nutze mal Elite. Gucken wir mal. Also, ich dachte ja eben schon, meiner ist cool. So lange haben wir nicht gespielt, dass ich meinen alten Anzug cool fand wieder. Wie so eine Actionfigur, die man nach 3 Jahren mal wieder findet. Und jetzt kommt aber der Elite-Anzug. So, was haben wir denn hier nochmal? Das nehmen wir nochmal rein. Ich nehme das Sniper-Gewehr mal raus. Der sieht weniger cool aus als erwartet. Er sieht überhaupt nicht cool aus. Warum nicht? Dann gucke ich dich gleich nicht erstmal an. Aber er ist vorbildlich. Fand ich den alten viel cooler. Ich dachte, jetzt war der Ficker-Anzug oder so. Och Mann. Sieht aus wie ausgekackt. So, toll. Ich glaube, das reicht. Aber ich bin die Kack-Elite immerhin.
schon mal was. Er muss mal gucken zum Einlagern. Ja. Sieht aus wie du. Digga, was geht ab, ey? Nice. Was ist los? Mann, das ist gar nicht nice. Meinen alten Anzug wieder haben. So. Anzug wechseln. Da überlebst du ja schon was und dann kriegst du einen scheiß Anzug. Lieber tot sein, ey, ohne Witz. So, Waffen-Upgrades, um Upgrade-Platinen zu verwenden. Okay, hast du das gerade schon gemacht? Was? Irgendwas wurde mir hier gerade angezeigt mit neuen Upgrades. Drei Nachladen, drei Schaden und so. Ja, genau, die habe ich schon reingepackt. Das ist natürlich fett, okay. Das werde ich auch mal tun. Bam. Ach komm, so. Legionärsanzug oder Elite-Anzug hast du genommen? Elite. Achso, Elite. Ja, den hatte ich an. Und den Legionärsanzug? Den hast du schon an, okay. Ja. Okay, den Legionär hatten wir auf jeden Fall schon. Den hatte ich schon mal an, definitiv. Definitiv. Ja, dann brauche ich ja hier nicht wechseln. Dann. Schaden. Ey, was, wo kommen diese Platinen her, Alter? Ich möchte sie gerne heiraten, Mann. Kann ich hier noch was verbessern? Nee, wir haben jetzt immer noch das, was von der, vom letzten Mal. Es gibt keine Erweiterung. Ne? Ja. So. Rechter Waffenslot. Alter, wie viele Platinen haben wir denn hier gerade bekommen? Das ist ja mal saugeil. Ja, vom Ende hin her, ne? Aber ich habe jetzt bisher nur eine reingemacht, glaube ich. Ja, Alter, hier sind übelst viele mit +3, +3 und so. Das ist okay, schon leicht fett. Leicht fett. Oh, das skippe ich auch gar nicht. Das schneide ich gar nicht raus. Das ist so geil, sich das anzuschauen. Oh, hier der Schaden, Junge. Hier, nachladen, Clip, Junge. Oh. Und ja, das ist auch nur mein Anzug, dass ich da nichts mehr machen muss. Hier. Sind da auch neue? Nö. Nee, das ist okay. Jetzt noch vom letzten Mal noch. Bisschen was offen. Ja, was ist los? Ey, die Platinen. So viele haben wir nicht eingesammelt. Das ist irgendwie. Die haben wir so jetzt gerade bekommen, irgendwie, damit wir das DLC ansatzweise überleben. Glaube ich. So, Schaden, Freunde der Nacht. Da wären wir. Aber ich hab hier nirgendwo drei Platinen. Was? Wo hast du die gehabt? Ganz normal, rein. Dann übelst viele Dreier und so. Nachladen. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Vielleicht sind die Isaac-Legendenanzug exclusive. Aber du musst ja jetzt auch einen Legendenanzug haben, ne? Ja, den habe ich auch drin. Wow. Alter, hier sieht man ja den Himmel. Fett. Ich habe nur ein Teil. Okay. Ja, gut, dann mache ich jetzt den Burst, Digga. Du kommst einfach. Alles klar. Ja, ich laufe hinterher. Was los? Ich muss nur noch mal ganz kurz einlagern, die Upgrade-Platine, die ich eben hatte. Die übrigens auch wieder +3 war. Oder es kam einfach ein Dead Space-Patch so. Haben einfach gewartet, bis wir fertig sind und jetzt wird das Ganze viel cooler gepatcht. Einfach, um uns abzufacken. So, wie das, was passieren wird, wenn wir hier hochfahren. Hallo! Ja, ich bin unterwegs. So, Freunde der Nacht. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Haben nur wir überlebt? Sind jetzt hier noch welche von Danics Truppen? Ich habe gerade keine Ahnung, was wir als Gegner kriegen. Oh, da ist jemand. Oh ja, wer ist das denn? Hä? Das ist doch das Dings hier. Nee, das ist der, hier. Der uns umbringen wollte. Ja, Mann, wie heißt er? Ja, Namen. Norton. Ach. So. Nein! Sie sind tot. Wow, fuck! Alter! Boah, jene erhöhte Feuerrate, Alter. Holy shit! Oh, ich hab die kleinen Mistviecher an mir. Lade nach. Ich hör noch was. Links. Oh, noch so ein fetter, Alter. Boah, shit, Mann. Da gab's beim Mac wieder Gutscheine, ey. Kleine. Ah. Oh, Spucker. Shit. Ja, burn it with fire. Links. Wo? Oh. Ah ja. Alter, ich find. Wow, was ist mit denen? Holy shit! Noch einer! Was ist das? Woher zum Henker kamen die? Wow. Entweder sind wir total durchgeknallt oder wir haben die Marker doch nicht gestoppt. Oh Gott! Ellie! Scheiße! Nein. Alles umsonst! Isaac, wir müssen zurück! Wir müssen die Erde warnen! Wir brauchen sofort ein Schiff! Kommen Sie! Okay, aber Mr. Norton ist despawned tatsächlich. Der war anscheinend wirklich komplett Wahnvorstellung. Aber ich gehe nie wieder an jemanden so ran, Alter. Definitiv nicht. Holy shit, Mann. War krass, Alter. Ich dachte, die haben einfach nur eine normale Halluzination. Ja, Mann. Und auf einmal abfuckt es ja. Ja, vielleicht ist es. Nee, sonst gäbe es bestimmt keinen Loot, Alter. Oh, der hier macht bei mir einen schönen Kopfsprung hier gerade nach vorne. Tolle Typen.
Die erhöhte Feuerrate, die ich mir reingeballert habe, es ging gerade richtig ab mit meinen Sperren. Ja, batz, 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 Mann, heftiger Shit. Freunde, ich würde sagen, aus Zeit- und Nervengründen gucken wir uns diesen Spaß hier genauer an. Und zwar natürlich im nächsten Part geht's wie immer weiter im alten Rhythmus. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Ganze geht, aber ich habe tierisch Bock drauf nach der Szene. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Freunde, haut rein. Tschau's. Macht's gut.